Die über 20.000 im ausverkauften Waldstadion werden dieses Spiel sicherlich nicht so schnell vergessen. Der Schlusspfiff gestern Abend im Homburger Waldstadion. 21.000 Zuschauer waren vom Spiel begeistert. Innerhalb von 120 spannenden, dramatischen, nervenaufreibenden Fußballminuten fielen 7 Tore. Und dann Trikotwechsel einmal ganz anders und am Ende ein dickes Lob vom Gegner. Friedel Rausch, der Trainer? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht träumen lassen, dass wir hier so durchs Fegefeuer müssen. Ich habe die Mannschaft zweimal gesehen und es waren Welten von der Meisterschaft zu diesem heutigen Spiel. Und ich glaube, ganz Deutschland, vielleicht sogar Europa, sollte nach Homburg schauen und sollte sehen, wie sich Ausländer mit Ausländern und Ausländer mit Deutschen in einer Mannschaft verkaufen, füreinander dastehen und kämpfen. Das ist ein ganz, ganz großes Kompliment, das ich sehr gerne von Herzen ausspreche. Nun, die Anfangsminuten gehörten zur Phase des Abtastens. Kaiserslautern im blau-weißen Dress versuchte, Linie ins Spiel zu bringen. Kapitän Brehme, Cutlets auf Wagner. Immer wieder versuchten die Pfälzer über die linke Angriffsseite nach vorn zu kommen. Dann Wolitzier mit der 10. Siegel sprang am höchsten und Pavel Kuka mit dem 0:1 nach 14 Minuten. In der Homburger Abwehr klafften große Lücken. Die wurden natürlich eiskalt genutzt von den Profis vom Betzenberg. Natürlich hatten die Gäste jetzt Oberwasser Homburg geschockt. Mit einem so frühen Tor hatte niemand gerechnet und Lautern setzte nach. Miroslav Cutlets und Kuka zum zweiten mit dem 0:2 nur 4 Minuten nach dem Führungstreffer. Schlimmer hätte es für den FCH nicht kommen können. Das Waldstadion zeigte sich jetzt komplett in Rot-Weiß. Und sie setzten nach. Die Lauterer. Wollitz ließ Nemsaze aussteigen, Ruhe verstolpert. Aber Siegel blieb diesmal gegen Skeitze nur zweiter Sieg. Uli Sude sagte ja schon vor dem Spiel, auch wenn wir selbst mit 0:2 zurückliegen, wir geben nicht auf, wir werden fighten. Und schauen Sie, Jacques Gourmet gegen den hochgelobten Harry Koch. Vom Allerfeinsten. Das Anschlusstor zum 1:2 nach 35 Minuten. Jetzt keimte natürlich wieder Hoffnung auf. Und noch einmal die Topleistung von Gourmet, der Mann aus Togo. Er wird mit jedem Tor mehr wert für die Homburger. Halbzeitkommentare. Ja, wir sind im Grunde erst in einem 2:0 wach geworden. Ich denke mal, das erste Tor, das war ein Volker sein Fehler. Jetzt müssen wir eben alle an einem Strang ziehen und das unmöglich noch möglich machen. Dann der Anstoß zum zweiten Abschnitt. Tiefes Sorgenfalten bei Trainer Friedel Rausch, denn eine erneute Niederlage hätte seine Position in Kaiserslautern ja nicht gefestigt. Die Platzherren mit neuem Mut und neuem Schwung nach vorn. Steilpass auf Gourmet, dann Da Silva. Reva Arvelace mit diesem Traumtor zum 2:2 Ausgleich. Das Waldstadion stand jetzt Kopf. Und Arvelace nicht nur wegen diesem Treffer der beste Mann des Abends, das erkannte auch Uli Sude, sein Trainer. Dieses tolle Tor schauen wir uns natürlich noch einmal an. Schlussmann Reinke und Harry Koch kamen hier viel zu spät, wie sich die Zeiten und die Farben ändern können. Andreas Brehme, der Kapitän, auf Dirk Flock. Er mit Mut, 25 Meter, unhaltbar das 2:3 für Skeitze, erneute Führung für den großen Bruder aus der Pfalz. Pokal, was willst du mehr? 5 Minuten danach diese Szene. Rückgabe Kaiserslautern. Blackout auf der Seite von Reinke. Freistoß, keine Diskussionen. Arvelace, der Spezialist. Und Rudi Collins mit dem Ausgleich zum 3:3. Und dann Bilder, die man wohl so schnell nicht vergessen wird.
Sowas hatte man im Waldstadion lange nicht mehr gesehen. Dann wenig später wieder der Regionalligist, der förmlich über sich hinauswachsen sollte. Arve Laatze, die 78. Minute, die berühmten Zentimeter. 3:3, die Verlängerung. Man sieht ja, die Homburger, die haben nichts zu verlieren. Selbst nach einem 2:0 haben sie sich nicht aufgegeben, obwohl das wieder von uns eigene Fehler waren. Wir hoffen, dass wir es jetzt noch rumbiegen können. Aber man sieht, so ist Fußball. Die Jungs müssen den Kopf aufrichten, jetzt geht's weiter. Tolles Spiel, ebenso hervorragend die Leistung der Unparteiischen. Schiedsrichter Steinbornau sind sich ohne Fehl und Tadel. Ein Wermutstropfen hier nach einer insgesamt fairen Auseinandersetzung, dieses brutale Foul von Hollerbach an Gumay, das natürlich mit der roten Karte geahndet wurde. Solche Spieler haben auf einem Fußballplatz nichts zu suchen. Unbeirrt die Homburger. Arve Laatze hatte erneut das 4:3 auf dem Fuß. Es sollte einfach nicht sein. Und die Zuschauer wurden natürlich weiter auf die Folter gespannt. Die zweite Halbzeit der Verlängerung. Und dann die 117. Minute. Sie brachte den 1. FC Kaiserslautern ins Halbfinale. Siegel besiegelte das Schicksal des FC Homburg mit dem 3:4 Endstand, aber von dieser Begegnung und von der phänomenalen Leistung des FC Homburg wird man ganz sicher noch lange reden. Ja,